Hallo, hier ist Eckart von Hirschhausen. Ich möchte ein ganz herzliches Dankeschön an die AfB Arbeit für Menschen mit Behinderung loswerden, dass sie diese tolle Aktion machen und meine Stiftung Humor hilft heilen für mehr Humor und positive Psychologie im Gesundheitswesen unterstützen. Zwischen dem 25. Februar und dem 10. März wird 5% des Nettoeinkommens von dem Social and Green IT Projekt an Humor hilft heilen weiterfließen. Und deswegen darf ich kurz verraten, was wir damit anstellen. Humor hilft heilen ist bekannt geworden mit den Clownsvisiten auf den Kinderstationen, aber das ist längst nicht alles, was wir machen. Uns gibt es seit über 10 Jahren. Auf humorhilftheilen.de gibt es mehr über die Projekte zu lesen. Aber wir haben inzwischen unser Herz für die Pflege entdeckt, weil das die Gruppe ist, die am härtesten von den Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen betroffen ist. Und deswegen machen wir Workshops für Pflegende, wir machen Projekte in den Pflegeschulen. Und wir machen auch wirklich den Menschen in seiner ganzen Bandbreite von Musikprojekten auf der Frühgeborenenstation bis hin zu Humorinterventionen auf der Palliativstation. Denn ein ganzes Leben lang will man ja seinen Humor nicht verlieren. Ich bin auf der anderen Seite auch sehr überzeugt, dass wir viel mehr grüne und soziale Projekte in Deutschland brauchen, dass diese Idee ständig alles neu und ständig Wachstum Quatsch ist. Sowohl wir selber leiden unter diesem Hamsterrad-Effekt als auch die Natur und die Umwelt. Und deswegen ist der Grundgedanke von eurer Arbeit, von ihrer Arbeit wunderbar, dass man nicht jeden Computer gleich wegschmeißt, sondern erstmal guckt, wer könnte den noch brauchen, wie kann man den so aufmotzen, dass er wieder auf dem Markt gebraucht wird und dass dabei fast die Hälfte der Mitarbeiter auch Menschen mit Behinderung sind. Tolle Sache. In diesem Sinne hoffe ich, dass ganz viele von euch und Ihnen in Ihrem Element sind. Das ist ja die Pinguin-Geschichte. Und danke, wir werden das Geld gut einsetzen, denn Lachen ist ansteckend und die beste Medizin. Euer Eckart von Hirschhausen.